Ich hätte definitiv vor der Abfahrt das Lager wechseln sollen. Ja, bin ich doch erst so gegen 6:30 gestartet. Jetzt bin ich noch in Dortmund. Dortmund zeige ich ja generell nicht so gerne, weil ich mich dafür schäme. Jetzt am ersten Tag geht es erstmal Richtung Nordbahntrasse und dann Richtung Rhein. Ja, und da ich jetzt immer noch sehr früh gestartet bin, werde ich mal gucken, wie weit ich den Rhein noch komme. Wobei die Fahrt zur Nordbahntrasse schon sehr, sehr anstrengend sein wird. Ich habe gerade die Ruhr überquert und fahre jetzt ins Bergische Land ein. Ja, ich habe schon gedacht, ich müsste schieben, weil ich war schon in Dortmund in den niedrigeren Gängen. Aber wenn man ganz langsam hochtrödelt, dann geht's. Wieder einer von den vielen Tunneln. Rotttunnel, 364 Meter lang. Schön kühl hier. Ab jetzt ist alles, was ich befahre, neu für mich. Ich habe für die Fähre jetzt 3,50 Euro bezahlt. Das auch nur, weil der Wanderweg halt nicht mit dem Fahrrad befahrbar war. Und ja, landschaftlich sehr, sehr schön. Aber von der Wegbeschaffenheit ist es halt auch kein Radweg. So näher dran fahre ich nicht, ist ja schrecklich hier. Ich bin in Köln, mein Wasser ist alle. Ich kam jetzt auch nicht an einem Friedhof vorbei, aber zum Glück an einer Tankstelle. Kenne ich von Artesea bzw. Alex. Ich hätte definitiv vor der Abfahrt das Lager wechseln sollen. Ja, jetzt ist es zu spät. Ein Fahrradhändler konnte mir gerade nicht helfen, aber mittlerweile hat das Lager so viel Spiel, dass ich definitiv zeitnah einen Händler brauche. Außerdem glaube ich, dass eine Schraube verwirkt ist. Ich glaube, dafür brauche ich eine Bohrmaschine oder irgendjemand, der Ahnung hat, um die zu lösen. Ach, das kann alles noch lustig werden. Heute schaffe ich das auf jeden Fall nicht mehr. Ich werde jetzt auch gucken, dass ich durch Bonn durchkomme. Was sind das für Viecher? Und dann werde ich morgen in Koblenz gucken, ob ich einen Händler finde, der mir hilft. Man sieht übrigens meine Frisur, die ich mir gemacht habe. Es wurde einmal resettet, das Haar. Und wenn ich zurück bin, sieht man, wenn man schon nicht an den Muskeln Unterschied sieht, sieht man wenigstens an den Haaren Unterschied. Wir haben jetzt immerhin 7:30 durch. Und bis zum nächsten Waldgebiet muss ich noch so circa 20, vielleicht 25 Kilometer fahren. Aber es ist ja relativ lange hell zum Glück.
Ich habe jetzt doch noch kurz vor Bonn einen Platz gefunden. Hier habe ich schon mal so grob aufgebaut. Ich weiß gar nicht, ob man das auf der Kamera erkennen kann. Da oben gehen gerade zwei Leute her. Da ist der Rheinradweg. Also jetzt gar nicht so wirklich versteckt, aber ich meine, da hinten ist eine Feiergesellschaft bzw. zwei, die machen Lagerfeuer, die werden hier keinen Scheiß bauen. Dann habe ich hier den Rhein. Wenn ich gleich ein bisschen Privatsphäre ermöglichen kann, kann ich mich da waschen. Ja, mich trübt so ein bisschen die Stimmung wegen dem Lager. Ich hatte aber auch endlos Zeit, das zu wechseln. Und von endlos Zeit meine ich endlos Zeit. Aber okay. Ich werde morgen wahrscheinlich viel zu früh in Bonn sein, dass ich mir einen Fahrradhändler in Koblenz suchen werde. Werden wir sehen. Ich glaube nicht, dass ich hier lange schlafen werde. Von daher werde ich wahrscheinlich recht früh los. Aber es spricht ja nichts dagegen. Nach Koblenz komme ich auf jeden Fall noch. Ich glaube, für heute verabschiede ich mich. Guten Morgen. Ich hasse den Morgen. Nee, ich bin hier sehr schön aufgewacht. Gestern Abend gegen 11 wurde es noch mal kurz richtig windig und stürmisch sogar schon fast. Das heißt, die letzten Leute sind auch gegangen. Ich hatte heute Nacht Ruhe. In der Ferne gab es ein paar Blitze. Der Wetterbericht hat eigentlich was anderes gesagt. Sowohl der Live-Wetterbericht, sprich Regenradar, Unwetterwarnung und so. Okay, es war kein Unwetter. Aber da hieß es 20 km/h Windgeschwindigkeit und kein Regen, beziehungsweise doch kurzzeitig Regen nur, aber es war quasi sehr wenig Regen. Ach, ist egal. Auf jeden Fall war es sehr windig. Und heute ist P1. Lager besorgen. Dann wollen wir mal hoffen, dass die Overnight Odds was geworden sind. Meine Freundin kann die irgendwie besser, aber ja, es macht satt. Ja, ich war jetzt schon beim lokalen Penny, fahre gerade in Bonn ein. Und falls ihr euch wundert, warum ich jetzt dieses Video in der Nacht nicht abgebrochen habe und den nächsten Teil einleite. Nein, den nächsten Teil leite ich gleich ein, weil jetzt fahre ich erstmal zum Fahrradmarkt, der hier gleich kommen sollte. Da bin ich auch noch ein bisschen zu früh dran. Na, ich habe jetzt den Fahrradhändler erreicht, der um 9 Uhr aufmacht. Und der Grund, warum ich nicht zur Nacht das Video beendet habe, ist, weil jetzt fängt das neue Video an, weil hier beginnt das Mittelrhein. Da hinten irgendwo am Rhein, da mündet die Sieg in den Rhein und laut Wikipedia definiert sich hier der Mittelrhein bis irgendwohin nach Bingen. Und deswegen werde ich ab jetzt ein Video nennen Mittelrhein. Werden wahrscheinlich zwei Videos, weil ein Stück geht der Mittelrhein dann noch.